74% der Iberischen Halbinsel ist von fortschreitender Wüstenbildung bedroht. Unsere derzeitige Handlungsweise ist nicht mehr länger tragfähig. Allerdings haben wir noch die Möglichkeit, dies zu verändern. Es ist unsere Verantwortung. Wir werden gleichzeitig großflächig aufforsten müssen und die Nahrungsquelle einer wachsenden Bevölkerung sichern müssen. In der syntropischen Landwirtschaft dienen verschiedene einjährige Kulturen als die Leihmütter der Baumkinder. In die Wälder, die somit entstehen, werden höchst organisierte Pflanzungen von Obst- und Werthölzern eingebunden. Unsere Landwirtschaft wird zugleich dem Leben auf diesem Planeten nützlich und segensreich. Dies ist der Weg zu einem gesunden Verhältnis zwischen Menschen und Planeten Erde. Es ist der Weg zurück ins Paradies.